Da kann dann auch der Paartherapeut nur noch bei der Trennung zum Beispiel möglichst gut unterstützen, dass es eben nicht im Rosenkrieg vielleicht endet, ja, aber auch da keine Garantie. Oft sind aber Paartherapien sehr erfolgreich, ja, dass man die Beziehungen zueinander fördert, dass man die Kommunikation des Paares miteinander fördern kann. Also da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien zu, ja, die das erhoben haben und die da sehr gute Nachweise für gebracht haben. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sind heute in der Blumenburg Ambulanz- und Tagesklinik in Frankfurt am Main. Heute werden wir euch mit Jana Scheurig über Paartherapie informieren. Und wir wollen wissen, was in einer Paartherapie zu beachten ist, wann man sich als Paar überhaupt überlegen sollte, eine solche Therapie zu machen. Und natürlich alles rund um Erfolg, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, Kostenerstattung und alles, was noch interessant sein könnte. Frau Scheurig, danke, dass wir heute hier sein dürfen und dass Sie Zeit für uns haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Scheurig, würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Gerne. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt systemische Psychotherapie und arbeite da sehr gerne und auch häufig mit Paaren und unter anderem auch Familien zusammen neben der Arbeit mit Einzelpersonen. Und da schätze ich absolut die Riesenperspektivenvielfalt, die sich dadurch ergibt. Kann ich ja später vielleicht noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, da habe ich schon jetzt ganz viele Ideen, was ich fragen möchte. Vielleicht können wir mal mit so einem Setting anfangen. Also ich natürlich weiß ich das als Profi ja auch so ein bisschen, aber ich hätte gerne mal für alle, die jetzt nicht wissen, wie so Therapie überhaupt läuft, wie muss ich mir das vorstellen? Wir kommen als Paar bei Ihnen an und was passiert dann, so Schritt für Schritt? Genau, also Sie kommen im besten Fall direkt gemeinsam auch zum Gespräch. Wir vereinbaren das direkt zu dritt, sodass das in vertrauensvoller Atmosphäre stattfinden kann. Und dann sprechen wir da zum Beispiel in so einem Erstgespräch, um was geht's Ihnen eigentlich als Paar, was ist das Anliegen, und können dann auch unterschiedlich häufig zum Beispiel zusammenkommen, je nach Thema, je nach Bedarfen. So eine Sitzung beraume ich meistens mit 90 bis 100 Minuten ein. Also länger als eine Einzelpsychotherapie? Länger als eine Einzelsitzung, genau. Aber auch da, ja, kann man ganz flexibel das gestalten, je nach Bedarf auch, je nach Vorstellung, Zeit von dem Paar auch. Sind auch mal 50 Minuten möglich, nur weil es halt einfach mehrere Personen sind, bietet sich einfach an, auch mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Okay, und also ich stelle mir jetzt vor, man kennt ja so Filme, in denen dann so das Paar auf dem Sofa sitzt und gegenüber sitzt dann sozusagen der Therapeut. Ist das so ähnlich auch vom Setting her oder wie machen Sie das im Raum? Wie sitzt man als Paar im Raum? Sitzt man nebeneinander, hält Händchen, sitzt man irgendwie auseinander und Sie sitzen dazwischen? Nur für unsere Paare, die jetzt vielleicht auch ein bisschen ängstlich manchmal sind, was denken die? Wie geht das? Genau, so ein Sofa habe ich jetzt keins, so ein klassisches wie bei Freud vielleicht, man noch kennt. Aber genau, so zwei Sessel bieten sich dann an. Das ist dann manchmal auch noch ganz interessant, wenn dann schon direkt verrückt wird im ersten Gespräch. Dann setzen sich manche Paare näher zusammen, manche verschieben die Sessel, dass es ein bisschen Distanz auch direkt irgendwie dazwischen gibt. Ja, das ist schon Information. Ganz viel Information, genau. Okay. Ist es schon eine Art Aufgabe, die Sie am Anfang stellen, wo die sich hinsetzen sollen? Oder ist das eher dem Zufall überlassen und Sie verarbeiten das dann schon so als Information? Eher Letzteres, genau. Also ich lade einfach nur ein, bitte nehmen Sie gerne Platz, jeder, der möchte. Mhm. Und dann, genau, beobachte ich schon. Aber jetzt ohne gezielte, also es ist keine Beobachtungsaufgabe, dass Sie mögliche Klienten jetzt irgendwie total erschrecken. Genau, das ist einfach was, wo ich mit drauf gucke, wenn es interessant ist. Okay. Gibt es denn verschiedene Formen der Paartherapie? Also Sie arbeiten ja nach der systemischen Schule, aber wie würden denn andere, vielleicht nur mal so ein kurzer Überblick, was es noch so gibt? Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Also natürlich die klassischen, sage ich mal, Psychotherapie-Schulen, die auch in Deutschland kassenfinanziert sind zum Beispiel. Da gibt es die psychodynamische und auch psychoanalytische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie. Also auch das kann dann gezielt als Paartherapie angeboten werden. Und dann gibt es noch ganz viele Vertiefungen davon jeweils.
Also zum Beispiel die Emotionally Focused Therapy, da geht es um die Bindungen. Es gibt bei der Verhaltenstherapie ganz spezielle kognitive, verhaltenstherapeutische Paartherapie-Ansätze. Genau, also da gibt es ganz riesen. Also das heißt, wenn ich mich jetzt informiere, wer macht denn so eine Paartherapie, muss ich nicht gucken, oh, das können nur Verhaltenstherapeuten oder nur systemische, sondern ich kann sagen, jede Schule hat auch einen paartherapeutischen Modulansatz sozusagen. Genau. Wie ist es denn jetzt mit der Sexualität? Weil das ist ja schon auch ein interessanter Punkt in so einem Paarthema. Besprechen Sie das an? Warten Sie, bis das Paar damit rauskommt? Wie ist es, dass so schamhafte Themen sind? Das ist ja die, die ich jetzt meine. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da so erleben und wie Sie damit umgehen. Ja. Also erstaunlicherweise kommt das relativ häufig direkt schon als Anliegen mit. Also dass es dann auch Sexualtherapie sozusagen in die Richtung geht. Genau, und wo es nicht thematisiert wird von den jeweiligen Partnern, zum Beispiel ja von der Häufigkeit her oder so als Problem gesehen wird, da spreche ich das natürlich an, weil die Therapie ist ja genau der absolut perfekte Raum für vielleicht auch eher tabuisierte Themen oder gesellschaftlich tabuisierte Themen der Sexualität in der Partnerschaft. Mhm. Okay, und ist es denn so, dass Sie es so erleben, dass man sagen kann, naja, Frauen haben ja oft eher das Thema und Männer kommen eher mit dem Thema in der Paartherapie? Oder würden Sie sagen, nee, das ist mal so, mal so? Aus der eigenen Erfahrung heraus ist es schon unterschiedlich Tendenz, eher bei Männern so in Richtung, es könnte mehr Sex sein, und bei Frauen sexuelle Unlust zum Beispiel. Mhm. Ja, so tendenziell müsste ich es jetzt beschreiben. Okay. Und gibt es noch andere, also jetzt abgesehen von der Sexualität, noch Themen, wo Sie sagen würden, naja, ein bisschen typisch geschlechtsspezifisch, also Männer beschweren sich über das eine, Frauen über das andere, oder ist es einfach eher so, dass alle Geschlechter ähnliche Themen haben? Also tendenziell möchte ich da jetzt keine Geschlechterstereotype bedienen und es kommen ja immer Individuen zu mir und die haben einfach alle ganz individuelle Themen, ja, und das zeigt sich häufig, aber schon in verschiedenen Rollen von ich bin der Mann im Hause, ich bin die Frau, ja, und das bringe ich dann natürlich auch, mache ich auch zum Thema, aber es geht um viel, viel mehr als Geschlechterrollen und Stereotype, die aufzumachen, beispielsweise Partnerschaft, wie gestalten wir die, wie ist unsere Beziehung zueinander, wie ist unsere Kommunikation, es geht um Kinder, ja, und erweiterte Familien, all das findet da natürlich auch Raum, es geht um alles, was einen belastet, alles Mögliche an Stress auf der Arbeit, bis hin zu eben auch psychischen Erkrankungen, also einer oder beide der Partner haben irgendwie eine psychische Erkrankung, wie beispielsweise Depression, Angststörungen, dergleichen, ja, dann kann es auch sehr hilfreich sein, dazu in Paartherapie sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also es ist ja interessant, dass im Prinzip alle Themen des Lebens dann darin vorkommen. Also gar nicht nur das Paarerleben miteinander, sondern es dehnt sich sozusagen aus und es wird das ganze Feld aufgemacht. Aha, ganz sehr interessant. Aber das passt ja ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn kann es sein, dass dann auch manchmal Partner oder Partnerinnen sagen, ja, also ich möchte gerne mal mit Ihnen alleine reden. Ne? So, das ist, möchte Ihnen mal ganz genau erzählen, was da wirklich los ist oder so. Wie gehen Sie damit um? Also wenn wir den Prozess zu dritt gestartet sind, dann bespreche ich das auch zu dritt mit dem Paar, inwieweit das sinnvoll sein kann. Ja, also wenn es zum Beispiel um Traumatisierungen geht und aber auch bei vielen anderen Dingen, da kann das durchaus sinnvoll sein. Ja, aber wenn beide das auch als sinnvoll erachten, dann kann ich das schon so handhaben, dass man mal eine Sitzung oder auch mehrere nur mit der einen Person des Paares führt oder sogar mit dem jeweiligen Partner einzeln spricht und das dann wieder zusammenführt. Ja, also da bespreche ich dann auch, wie kann das dann weiter im Prozess auch aussehen? Wie kann man den anderen zum Beispiel wieder an Bord holen? Aha, aber ich stelle mir das jetzt so vor, ich sitze jetzt da mit Ihnen zu dritt die ganze Zeit und plötzlich gehen Sie mit meinem Mann und machen mit dem drei Paar Therapiestunden alleine sozusagen, also einzeln. Kommt da nicht auch das Gefühl auf, es reden die jetzt über mich? Ich bin da ein bisschen eifersüchtig vielleicht auch, dass der jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Also wie würde man damit umgehen, dass dieses Gefühl entsteht, plötzlich so eine Einseitigkeit? Genau das eben aufzugreifen. Ja, also am besten vorneweg und dann nochmal, wenn man dann wieder zu
Schritt zusammensitzt, wie war es jetzt tatsächlich? Ja, manchmal mag man das ja vorher gar nicht so, mag sich das gar nicht so anfühlen. Und dann kann es sich aber doch im Verlauf so anfühlen, dass man sich da irgendwie ausgeschlossen fühlt oder als würden die anderen über einen sprechen. Das eben aufzugreifen, ist dann meine Rolle. Das können wir dann auch meistens ganz gut besprechen. Ja, wie war das jetzt? Wie kann man, welche Infos lohnt es sich vielleicht auch zu teilen, ja, und was ging es grob, ja, und was auch nicht. Ja? Okay. Es ergibt sich von mir aus, wenn ich mir so vorstelle, dass Sie in der Therapie feststellen, okay, eine Seite dieses Paares hat wirklich ein ernsthaftes psychisches Problem und der andere leidet darunter oder so. Gibt man dann demjenigen den Tipp, nochmal eine Einzeltherapie irgendwo zu machen oder wie würde das vorgehen? Ganz unterschiedlich. Also es wird auf jeden Fall angesprochen und dann auch mit dem Paar und dem jeweils Einzelnen speziell nochmal besprochen. Ne? Was ist da im besten Fall hilfreich? Wie stellt der oder diejenige sich das vor? Was da am hilfreichsten sein könnte? Und manchmal kann sich das auch tatsächlich anbieten, ja, dass man als Paar gemeinsam weiterarbeitet und der Einzelne zum Beispiel nochmal gezielt in Einzeltherapie geht. Ja, aber dann bei jemand anderem? Bei jemandem anderen, ja, okay, zum Beispiel, genau. Gibt es denn das Problem vielleicht jetzt mal von Seiten der Therapeutin in Ihrem Fall, dass Sie vielleicht ein Paar erleben und dann doch irgendwie sich so ein bisschen verwickeln lassen in, sagen wir mal, den einen oder die eine finde ich sympathischer als den anderen oder man denkt sich so innerlich, ja, irgendwie hat sie ja oder er hat ja recht, es geht ja auch nicht oder so. Also dass man da zu viel Partei ergreift innerlich und sich so verstricken lässt. Wie gehen Sie denn damit um? Also genau das ist auch Teil meiner Aufgabe, genau sowas zu erkennen und mir selber erstmal bewusst zu machen und dann auch mit dem Paar zu besprechen. Ne? Also ich merke, jetzt rutsche ich irgendwie eher so auf ihre Seite, ja, so, oder solidarisiere mich jetzt hier. Wie geht es jetzt Ihnen dann damit, ja, mit dem anderen Partner zum Beispiel? Ah, das ist ja gut. Also es wird dann auch wirklich offen angesprochen, erstmal bewusst wahrgenommen und dann angesprochen, okay? Genau. Vielleicht können wir nochmal auf Ihr systemisches Konzept dabei dann eingehen. Also was ist denn so jetzt aus Ihrer systemischen Schule heraus so ein Ansatz, mit dem Sie arbeiten in so einer Paartherapie? Also mir persönlich ist ganz besonders wichtig, die Perspektivenvielfalt zu erweitern. Ja, nicht nur so ist es, ja, so die Realität ist so, sondern es könnte auch ganz anders sein, ja, sowas gemeinsam zu erarbeiten mit eben vielen Perspektiven, die gemeinsam zu erarbeiten und auch ich zum Beispiel darzustellen, ja, so. Das heißt, vielleicht noch mal kurze Erklärung für mich, was bedeutet dann, vielleicht können wir so ein praktisches Beispiel mal machen, was ist denn eine Perspektivenvielfalt? Also wenn jetzt Mann und Frau da sitzen und er sagt meinetwegen, sie hört mir nicht zu, wenn ich ihr von der Arbeit erzähle und er ist aber auch immer so anstrengend, wenn er mich dann nach der Arbeit so mir so viel erzählt. Also wenn wir mal so ein plattes Beispiel. Was würden Sie da im Sinne eines Perspektivwechsels vielleicht mal annehmen? Ich würde zum Beispiel fragen, ist ja interessant, was ist denn so Ihre Erfahrung in Ihrem Freundeskreis? Wie geht es denn denen Paaren zum Beispiel damit? Haben die ähnliche Situationen oder wie nehmen die Sie wahr zum Beispiel? Oder auch andere Familienangehörige, ja, wie blicken die auf Sie als Paar und was Sie da miteinander besprechen, was Sie belastet, was ist deren Einschätzung? Und was ist vielleicht noch möglich? Ja? Okay, also die Perspektive anderer Menschen, anderer Blickwinkel sind sozusagen damit gemeint mit den Perspektiven. Aha, okay. Zum Beispiel. Sehr interessant. Wie lange dauert denn jetzt so eine Paartherapie? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe dahin, will meine Beziehung retten, wie lange braucht es denn, bis die Frau Scheurig uns gerettet hat, sozusagen, jetzt mal platt gesagt? Das lässt sich leider nicht genau so pauschal beantworten, sondern ist sehr abhängig von dem Anliegen, den Therapiezielen, die wir gemeinsam besprechen mit dem Paar. Das kann von einer Sitzung bis zu 10, 15 Sitzungen dauern. Genau, sehr von den Bedarfen. Okay, und es gibt ja viele Leute, die so sagen, also zu einer Paartherapie, da gehe ich nicht. Das ist ja quasi der Anfang vom Ende. Das ist ja nur der Abgesang nochmal. Da weiß ich ja eh schon, wie das ausgeht. Wie würden Sie das beantworten? Manchmal mag das sein, ja. Da kann dann auch der Paartherapeut nur noch bei der Trennung zum Beispiel möglichst gut unterstützen, dass es eben nicht im Rosenkrieg vielleicht endet, ja, aber auch da keine Garantie. Oft sind aber Paartherapien sehr erfolgreich, ja, dass man die Beziehungen zueinander fördert, dass man die Kommunikation des Paares miteinander fördern kann. Also da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien zu, ja, die das erhoben haben und die da sehr gute Nachweise für gebracht haben.
Okay, also im besten Fall habe ich jetzt verstanden, meistens klappt es, dass die Paare zusammenbleiben, aber mal angenommen, es geht so in Richtung Trennung, wie würde das dann vonstatten gehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also manchmal, indem ich ganz explizit zum Beispiel überhaupt erstmal das zum Thema mache, also ist Trennung im Raum, ja, das ist so implizit sehr spürbar, sehr deutlich, die Konflikte sind sehr verhärtet, die Fronten verhärtet. Und dann, genau, es ist manchmal fast wie offensichtlich, es steuert in diese Richtung zu und das Paar will es nicht wahrhaben vielleicht oder ja, wehrt sich dagegen, dann kann es manchmal enorm erleichternd sein, das einfach mal zu thematisieren und dann eben, wenn es das ist, ja, für einen der Parteien manchmal ja auch nur, dann gilt es ganz konkret, ja, miteinander zu sprechen, wie kann ich jetzt dann da dabei unterstützen, ja. Zum Beispiel, dass man Konflikte nur im geschützten Rahmen in der Therapie bespricht, ja, und sich sonst vielleicht auch Konfliktpause gönnt, dass man so ein bisschen Problemlösestrategien vielleicht auch gemeinsam erarbeitet, damit es vielleicht nicht, ja, eben im besagten Rosenkrieg oder gar Gewalt endet. Genau. Mhm. Ja. Also eigentlich alle Aspekte mal so durchgeht, wo man vielleicht unterstützen könnte, damit das nicht eskaliert für den einen oder anderen in die falsche Richtung. Ja. Okay. Kommen wir doch mal zu den Kosten. Also wie viel kostet so eine Paartherapie? Stunde, also es ist ja keine Stunde, ne? Sind ja meistens so 90 Minuten. Und dann vielleicht auch noch, zahlt das dann die Krankenkasse oder wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt das brauche? Also so durchschnittlich sind es wohl zwischen 80 bis 220 Euro in Deutschland, die man da ganz unterschiedlich für zahlen kann. Und das ist eben keine Kassenleistung, weder von den gesetzlichen noch von den privaten Krankenkassen, sondern auf Selbstzahlerbasis. Mhm, okay. Okay, aber es gibt ja scheinbar die Möglichkeit, also wenn ich jetzt ein psychisches Problem habe und mein Partner, bin in einer Therapie und mein Partner hat mit mir ein Problem oder ich mein Partner oder Partnerin, dann gibt es da eine Möglichkeit, dass das doch die Kasse bezahlt. Das müssten Sie mir mal erklären. Genau, also wenn eine Erkrankung mit Krankheitswert tatsächlich vorliegt, wie vorhin die erwähnte Depression, die Angststörung etc. Bei einem der Partner, dann ist es sehr wohl möglich, also auch gerade in der systemischen Therapie, auch den anderen Partner mit einzubeziehen. Ja? Mhm. Weil es ist ja häufig teilweise bedingend oder aufrechterhaltend in der Partnerschaft diese Dynamik, diese Wechselwirkung, die sich da ergeben für eben das Krankheitsbild. Ja? Okay. Und dann macht es Sinn, auch die Partnerin häufiger einzubeziehen. Und gibt es da eine Grenze? Also darf ich das meinetwegen nur dreimal den Partner einladen oder fünfmal oder so? Oder ist das irgendwie nicht reglementiert? Nein. Ach, nicht, dass ich wüsste. Ah, okay, alles klar. Sehr interessant. Dankeschön. Ja, ich denke, das war jetzt ein sehr schöner Überblick über die Paartherapie. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viel noch dazu zu sagen. Aber wir wollen ja immer nur ein paar Schlaglichter bringen, damit unsere ZuhörerInnen und Patientinnen wie auch TherapeutInnen einfach mal wieder Lust auf Paartherapie kriegen oder sich damit zu beschäftigen. Da würde ich jetzt mal fragen nach dem Buchtipp. Haben Sie vielleicht einen Buchtipp für uns? Buchtipp. Ich habe den Tipp von Arnold Retzer. Das ist systemische Paartherapie, Konzepte, Methode, Praxis. Das bietet sich total an für TherapeutInnen, ja, wenn die einfach so ein bisschen mehr Anregungen suchen, vielleicht sich sogar auch erstmal einlesen wollen, aber vor allem, wenn man Anregungen sucht, ja, welche Interventionen könnte man da verwenden und eben aber auch für Betroffene, ja, wenn die sich da mal einlesen möchten. Okay. Ja, vielen Dank. Und gibt es vielleicht für alle, die jetzt sehr interessiert sind an der Wissenschaft, noch eine Studie oder ein Review oder irgendeine Übersichtsarbeit, die aktuell ist, wo man da mal sich informieren kann? Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Es gibt eine Meta-Analyse, Meta-Analysis of Couple Therapy im Journal of Consulting and Clinical Psychology. Die finde ich sehr schön anschaulich, wie die einfach die Wirksamkeit von Paartherapie wirklich nachweist. Mhm, sehr schön. Ja, und am Schluss haben wir ja immer für unsere ExpertInnen eine persönliche Frage. Was würden Sie denn als persönliche Frage, was würden Sie für eine Antwort geben? Persönliche Frage. Als Therapeutin würde ich jetzt einen Klienten fragen, warum er das denn wissen möchte.
Weil ich einfach neugierig bin. Und würde tatsächlich auch begründen, dass ich gerne auch wie eine weiße Wand für Klienten bin, um ein bisschen so Projektionen weiter zu ermöglichen. Genau, weil es geht ja in Therapien tatsächlich nicht um mich, sondern um die Klienten. Mhm. Das ist ein schöner Ansatz. Also Sie sind eine weiße Wand auch für uns, sodass wir uns ganz viel vorstellen können und mal überlegen, warum wir uns das jetzt alles vorstellen. Ganz geheimnisvoll. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Das war total nett. Dankeschön für dieses Gespräch. Danke auch.